Servus liebe Clubfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BeClub TV. Hier ist wieder euer Michel und heute habe ich mal wieder etwas Neues für euch. Und ja, es ist technisch nicht wirklich was Neues, aber vielleicht kann sich der eine oder andere von euch noch daran erinnern, dass ich ja mal ein Video zum Pokalsieg bzw. zum Spiel von 2007 gemacht habe, wo ich mir das ganze Match nochmal angeguckt habe und quasi dazu meinen Senf abgegeben etc. Und wenn sich auch jemand von euch schon gewundert hat, ja, ich habe das Video vom Kanal nehmen müssen wegen Copyright Claim. Ich muss gestehen, ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie lange das Video eigentlich online war. Irgendwann kam dann die E-Mail so von wegen, hey, Copyright, du musst das vom Kanal nehmen. Und ich so, okay, dann tue ich es halt. Habe ich jetzt auch kein Problem damit. Ist zwar schade dann für euch und für die gemachte Mühe, aber es kam auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt gut bei euch an. Und jetzt habe ich wieder etwas Ähnliches. Denn ich habe in den Untiefen von YouTube eine Reportage entdeckt, die ich vorher noch nicht gesehen habe, auf dem Kanal von Toplitzé. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, findet ihr alles in der Videobeschreibung und Grüße gehen raus an dich. Ich glaube, er ist sogar ein Abonnent von BeClub TV, kann mich aber auch irren, denn der Name kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Reportage aus dem Jahr 1969, die ich so noch nicht kannte. Ich habe bloß mal kurz reingespitzt. Sie dauert ungefähr eine halbe Stunde und die möchte ich jetzt quasi mit euch erleben. Ihr könnt sie dann natürlich auch selbst anschauen und da findet ihr, wie ich es schon erwähnt habe, alles in der Videobeschreibung. Und es geht um große Fußballclubs, 1. FC Nürnberg, die Legende, wie gesagt, 1969. Ich bin gespannt und ich hoffe, euch gefällt das Format. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben und dann hätte ich gesagt, legen wir einfach mal los. By the way, ich habe festgestellt, dass das Mikrofon sehr, sehr empfindlich eingestellt war. Sorry dafür, wenn es ein bisschen übersteuert hat. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Und ich habe mir erst überlegt, wie mache ich es denn am besten? Mache ich mich klein und das Video groß oder das Video klein und ich bleibe einfach so, wie ich bin? Und ich habe mich jetzt quasi für diese Variante entschieden, habe mein Headset auf, ist übrigens auch rot-schwarz, war aber so gar nicht geplant. Und da hätte ich gesagt, lassen wir uns einfach überraschen und legen mal los. So, ich bin gespannt. Ein bisschen was gesehen davon habe ich schon, aber nicht allzu viel. Und ich stehe ja sowieso auf diese ganze 60er-Schiene, also nicht den TSV 1860, sondern allgemein die 60er Jahre des Fußballs. Sehr, sehr geil, sehr, sehr interessant. Ich habe ja auch sau viel Zeug hier. Vorgestellt von Günther Wolbert. Bei dem Namen 1. FC Nürnberg. Dass der Club ein Stück Geschichte geschrieben hat, Fußballgeschichte geschrieben hat. Da denke ich an den Medaillen. Schrieben hat. Des 1. FCN. Ja, dass der Club Rekordmeister ist in Deutschland. War zumindest. Ja, in erster Linie an die alten Zeiten, an unseren Hans Kalb und den Heiner Dreg. Oh, okay. Ja gut, in den Ende der 60er war das ja noch im Gedächtnis. Ja. In erster Linie an den Aufstieg. Wann wird diese Mannschaft wieder in der Bundesliga sein? Ja, da fällt mir ein, dass der 1. FC Nürnberg über 5 Jahrzehnte hinweg immer eine dominierende Rolle im deutschen Spitzenfußball gespielt hat. Dann denke ich an den großen Max Mollock, der immer Vorbild war vom 1. FC Nürnberg. Ich denke an den Abstieg, dass so eine Mannschaft absteigen muss. Ja, das kennen wir irgendwoher, oder? Das war die beste Mannschaft, die ich je gesehen habe. Oh, die ich je gesehen habe. So, dann muss ich jetzt gleich mal pausieren, denn es ist natürlich herzerwärmend, solche Zeitzeugenaussagen zu hören, solche Interviews zu hören, vor allem noch, wenn noch so schön gefränkelt wird. Aber man kann schon sehen, okay, 1969, der Club ist bereits als deutscher Meister abgestiegen und da kommen jetzt die Kommentare dazu. Deswegen haben auch einige schon den Abstieg erwähnt, dass so eine Mannschaft absteigen musste etc. pp. Und viele erinnern sich noch an die goldenen 20er Jahre mit Kalb, Stuhlfahrt etc. Und ja, es war aus dem Jahr 1969, von daher war das damals noch sehr, sehr gut im Gedächtnis. Der Rekordmeister. Ach Gott, hätte ich diese Zeiten gern erlebt. Oh. Ja, das waren noch andere Zeiten, oder? Also wenn man sich das so anschaut. Frisch gekühlter deutscher Meister und alles sehr, sehr gediegen und so. Tja, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Nun beim Club
so nennt das Fußballvolk die Nürnberger, sind Freudentage wie dieser immerhin öfter wiedergekehrt als bei jedem anderen deutschen Verein. Okay, da hingen Fahnen mit den ganzen Meistertiteln. Das hatten wir ja auch, oder haben wir ja auch am Stadion, aber das ist anders, als ich es kenne. Ja, okay, das ist jetzt quasi nochmal so ein Rückblick auf die 20er Jahre, auf die erfolgreichen 20er Jahre. Und die Aufnahmen kenne ich aber auch schon alle, denn die sind auch aus dem Video oder in dem Video zu sehen, 90 Jahre 1. FC Nürnberg. Der berühmte Klubtorwart Stuhlfaut ist jeder Situation gewachsen. Heiner Stuhlfaut. Gibt es auch ein schönes Interview mit ihm, und der war ja auch so ein alter Nürnberger Urgestein. Der hat gefränkelt wie ein, also Wahnsinn. Über Jahrzehnte hinweg war Stuhlfaut bis zu seinem Tode 1966 neben Max Schmeling der populärste deutsche Sportler. 1966 gestorben, okay. Da hat er die schlechten Zeiten nicht mehr mitgemacht. Was Stuhlfaut als Torwart wert war, was an seinem sagenhaften Ruf Legende und was Wirklichkeit ist, sagt uns ein fachkundiger Zeitgenosse, Seppel Herberger. Für mich, der ich Heiner Stuhlfaut gut kannte, war die Legende um und über ihn in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. So, bevor es jetzt gleich weitergeht, noch ein Wort zu Heiner Stuhlfaut. Der Mann natürlich im Verein eine absolute Legende. Ich meine, natürlich hat ihn keiner von uns spielen sehen. Ich meine, der Mann hat in den 20ern seine Hochphase gehabt beim 1. FC Nürnberg, ist da deutscher Meister geworden etc. und ist dann 1966 verstorben. Und ja, dieses Riesenlob von Sepp Herberger, ja ebenfalls eine Legende des deutschen Fußballs, ist wirklich sehr, sehr geil, das mal so zu sehen, denn ich kannte es, wie gesagt, vorher nicht. Heiner Stuhlfaut, noch ein Wort zu ihm ganz kurz. Sein berühmtestes Zitat wird ja immer wieder erwähnt, taucht immer wieder auf am Vereinsgelände, im Stadion etc. und wird auch vor jedem Heimspiel vorgelesen. Und auch die Stuhlfaut-Stuben am Pfalzener Weiher sind ja nach ihm benannt. Heiner trägt es neben Außenläufer Karl Riegel und Verteidiger. Oh mein Gott! Der einzige Spieler der Meistermannschaft von 1920, der heute noch lebt. Nein! Ja, Wahnsinn, ich habe noch nie bewegte Bilder gesehen von ihm, auch im Alter noch nicht. Ja, Wahnsinn. Kenner aus diesen alten Tagen sagen, ihre Mannschaft sei die beste und billigste Mannschaft gewesen, die der Club je gehabt hat. Oh Mann. Ja, das war so, der alte Hofmann, der war Spielausschussvorsitzender, der hat gesagt, ihr wart die beste und die billigste Mannschaft. Wie kam er dazu? Gab's nichts? Habt ihr kein Geld bekommen? Doch, Geld haben wir schon gekriegt, aber halt wenig, ne? Es war halt nur kurz auf München, haben wir es gekriegt, 2 Mark 50, ne? Und da sind wir mit der Straßenbahn zum Sportplatz gefahren und mit der Straßenbahn wieder zum Bahnhof, ne? Wer hat denn das erste Auto gehabt? Das kann, leider kann ich nicht sagen, das erste Motorrad hat der Stuhlfaut und ich gehabt. Aber zu der Zeit hat sie mit Auto, war es da sehr knapp. Ne? Das ist ja Wahnsinn, sowas wie zu sehen. Wie haben Sie denn trainiert, wie oft in der Woche? Oh mein Gott. Meistens die Woche nur einmal, nicht wahr? Das war die Mittwoche, ne? Einmal trainiert in der Woche? Ja, man hat so aufs Tor geschossen oder hat einmal ein ganzes Spiel gemacht oder hat 50 Meter Lauf, 100 Meter Lauf, 400 Meter Lauf. Nicht? Ja, die Anfänge des Fußballs, ne? Speerwerfen etc. Oh Mann, oh Mann. Leichtathletik dabei treten. Heute unvorstellbar, einmal die Woche trainieren. Wie war es mit den Bierchen? Bitte? Wie war es mit den Bierchen? Mit dem Trinken? Ja. Ja, mit Trinken war schon gut, warum? Jeder hat trinken können, nicht so gut, wie es gegangen ist. Aber am Donnerstag nicht mehr. Mittwoch war Training. Alles, ja, aber Donnerstag nicht mehr, ne? Hatten Sie deutsche oder hatten Sie ausländische Trainer? Ja, wir haben überhaupt keinen Trainer gehabt. Nur in den letzten Spielen, die Vorrundenspiele, nicht mal für die deutsche Meisterschaft, da haben wir 4 Wochen einen Trainer gehabt. Sonst haben wir alles. Was? Man sagt von der alten Mannschaft, der Gegner war für sie ein Feind, der vernichtet werden muss. Die alte Mannschaft war eben schon vom Ding aus eine kämpferische Mannschaft, wenn die aufs Spielfeld gegangen ist, dann wollte sie unbedingt gewinnen. Aber es ist der Feind, der muss vernichtet werden. Zu vernichten. Und was hat der Verein der 1. FC Nürnberg seinen Spielern als Lohn für die Meisterschaft gegeben? Ja, die erste Meisterschaft hat es gegeben, einen Siegelring. Die zweite Meisterschaft hat es gegeben, eine Eichstahlnadel mit Brillantensplitter. Und die dritte Meisterschaft hat es eine goldene Uhr gegeben, aber die war so viel wie nichts wert, nicht wahr? Eine goldene Uhr, die nichts wert war? Die fünfte Meisterschaft, da hat es Silberbestecken gegeben. Und was war mit einer Prämie? Was war mit eine Geld? Eine Prämie, das hat man nicht Geld. Da hat es nichts gegeben bei mir. Ne? Da Geld wurde noch um die Erde gespielt. In Frage gekommen, nicht wahr? Ist erst dann gekommen. Nach 27, da ist dann schon gekommen, da ist langsam schon angegangen, nicht wahr, dass es Geld gibt. Ne?
Tja, da war 8 Tage zuvor war ein Spiel, Club gegen Fürth in Zabern. Einen Streit, das weiß ich nicht mehr. Wir sind ja schon wieder kurz davor, ne? Und da sind wir die Nationalmannschaft. Die Geschichte. Das waren leider Nürnberg im Vierter. Sind wir 8 Tage drauf zu dem Länderspiel nach Holland, in Amsterdam gefahren. Und da waren dann die Vierter im Zug vorn und die Nürnberger waren hinten. Und in Amsterdam war der Bus bekannt, die Story. Gestanden. Da waren die Vierter hinten und die Nürnberger waren vorn. Nicht? Im Hotel war das Gleiche, waren wir auch wieder getrennt. Aber das aus seinem Mund zu hören, ja, der live dabei war. Sonst hat man es immer nur gelesen. Wahnsinn. Also ich finde das wirklich faszinierend, Heiner Zreg hier in seinen eigenen Worten zu hören. Denn ich habe nicht gewusst, dass es von ihm tatsächlich Filmaufnahmen gibt, ja, wo er auch diese bekannte Geschichte mit den getrennten Waggons etc. nochmal zum Besten gibt. Und es war wirklich herzerwärmend, das jetzt so zu sehen. Absoluter Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, die Geschichte ist ja bekannt, dass die Fürther und Nürnberger zusammen mal die Nationalmannschaft gestellt haben in den 20er Jahren, dann eben zu dem Spiel nach Holland gefahren sind und dort 1-0 gewonnen haben. Was er nicht erwähnt hat, ist, dass als das Tor gefallen ist, was von einem Nürnberger aufgelegt wurde und durch einen Fürther geschossen, dass dann quasi die Fürther zusammen gejubelt haben über das Tor und die Nürnberger sind wieder zurück zum Anstoß. Auch er hat heute sein hübsches Häuschen und einen gut gehenden Seppel Schmidt, auch deutscher Meister in den 20er Jahren. Und den hören wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal. Ja, natürlich. Sehr schön. Deutscher Fußballmeister war. Wie sind Sie von diesen Göttern und Halbgöttern aufgenommen und behandelt worden? Ja, ich hatte das Glück, gleich beim ersten Spiel gegen HSV ein gutes Spiel zu spielen. Damit wurde ich in der Mannschaft aufgenommen. Jedoch der persönliche Kontakt, ich war mit den Spielern während der ganzen Saison bei Sie. Der persönliche Kontakt kam erst nach der deutschen Meisterschaft. Der war die ganze Saison per Sie, weil er in die neue Mannschaft rangekommen ist. Schmidt-Bombers. Und die kamen nach Seppel Schmidt. Sie gewannen die erste deutsche Meisterschaft nach dem 1948, da war dann schon Max Morlock mit dabei. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, er wird schon eingeblendet. Gibt es doch bestimmt auch ein Interview. 1961, vergessen auch sehr, sehr viele, dass er Deutschlands Fußballer des Jahres war. Es war 1953 beim Länderspiel gegen Österreich in Köln. Und da war auch der Bundespräsident Theodor Heuss dort. Und die beiden Mannschaften wurden vorgestellt. Als Fritz Walter, unser Kapitän, die deutsche Mannschaft vorstellt, Rahn, Kohlmeier, May und so weiter, ich stand und so weiter. Am Schluss. Da fragte mich der gute Papa Heuss, und Sie sind der Torwart. Ja, ich weiß, dass der Bundeswehr nicht so oft zum Fußball gegangen ist. Was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, ich bin der Halbrechte oder ich bin Stürmer? Ich sagte halt dann, jawohl, Herr Bundespräsident, ich bin der Torwart. Jawohl, ich bin der Torwart. Max Morlock war auch noch dabei, als der Club 19. Nach Vorarbeit von Müller schoss Heinz Strehl in der 67. Minute das. Heinz Strehl, der alte Kalchreuter. Heinz Strehl, oh mein Gott, den habe ich so oft hier in diesem Zimmer verewigt. Ja. Strehl, Wenau, Wahnsinn. Und wenn der Club spielte, saß er wie Seppel Schmidt und Heiner Träg auf der Tribüne. Da sitzt er. Und die Bedeutung der Taktik wird oft überschätzt. Die Spielerpersönlichkeiten, die geben den Ausschlag. Ich möchte kein Lizenzspieler mehr sein, immer an der Kandare, Trainingslager, ständiger auf Achse. Es wäre mir zu viel Arbeit und zu wenig Spiel. Oh, okay. Ich bin gegen den Spieleraustausch. Erstens, weil der Charakter des Spielers verändert wird. Ah, okay, da war es noch nicht so lange her, dass man wechseln durfte. Das meinte damit erst gegen den Spieleraustausch. Hat die Mannschaft einen schlechten Tag und Spieler mal ohne Erfolg, so reagieren sie sofort mit Fernbleiben vom Stadion. Die jetzigen Spieler sind alle so wehleidig. Die bleiben liegen. Kommt einer und der massiert und werft drüber nach einer Sekunde laufen sie wieder. Das hat man früher alles nicht gekannt. Wenn sie ja durchgeschossen haben, nicht wahr, dann kissen sie einander ab und werfen einander gleich am Boden hin. Nicht wahr, das hat es bei unserer Zeit überhaupt nicht gegeben. Das ist ja direkt widerlich. Max Morlock holte man im März dieses Jahres von der Tribüne Max Merkel. Oh weh. Seit Januar 1967 Clubtrainer mit allen Vollmachten und einem Monatsgehalt von 9.890 Mark. Was damals ein Haufen Geld war. Damals. Aber den wollten sie unbedingt haben. Und dann haben sie mit ihm die Klasse gehalten. Ihm verdankt der Club seine neue Meisterschaft im vergangenen Jahr. Und dann genauso schnell wieder abwärts. Max Merkel verdankt der Rekordmeister den Abstieg aus der Bundesliga. Das ist einer der Sprüche des ebenso rüden wie geistvollen Wieners.
Der Chef hat immer recht. Sollte der Chef nicht recht haben, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Also zu Max Merkel muss man wissen, dass er ein sehr, sehr großer Zampano war. So wurde er zumindest im Volksmund genannt. Er hat sehr, sehr viel Geld verdient, war bis dato oder bis er dann beim 1. FC Nürnberg war und auch da natürlich sehr, sehr erfolgreich, ist mit den 60ern deutscher Meister geworden, ist dann zum Club gewechselt, hat dem vor dem Abstieg bewahrt und ist dann im Jahr darauf deutscher Meister geworden. Sein Fehler war dann, dass er sich mit vielen Spielern sehr, sehr überworfen hatte, dass er sehr, sehr viele Leistungsträger abgegeben hat, weil er das eigentlich jedes Jahr aufs Neue so gemacht hat, dass er die Mannschaft komplett umgewürfelt, neu umgemodelt hat quasi und hat zum Beispiel auch Franz Brunks, den Torjäger in der Meisterelf, nach Berlin verkauft zur Hertha und hat noch ein paar so Stückchen getrieben, so will ich es mal nennen, und ja, wurde dann aufgrund dieser beschissenen Saison folgerichtig dann auch entlassen, was schade ist, aber ich habe dann auch so im Nachhinein mitbekommen, dass er Franz Brunks eigentlich nicht verkaufen wollte, sondern dass das aufgrund des Drucks des 1. FC Nürnberg, des Vereins zustande kam, weil eben für Brunks so viel Geld geboten wurde und dann wurde der Verein schwach und Merkel hat dem dann quasi zugestimmt, aber nichtsdestotrotz hat er sehr, sehr viele Spieler weggeschickt und hat sie auch ja nicht gleichwertig ersetzen können und das war auch ein Grund, warum der Club dann als deutscher Meister abgestiegen ist. So schickte er nach dem Gewinn der Meisterschaft 11 Spieler weg und kaufte 13 neue ein. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Wie er in der ihm eigenen drastischen Sprache sagte, aus einer Bauernkapelle ein Sinfonieorchester. Eine Bauernkapelle, die überzeugend deutscher Meister geworden ist. Nationalspieler Klaus Zatzig sollte einer der ersten Geiger sein. Doch Passagen und Solonummern wie diese gelangen Max Merkels Orchesterfortin zu selten und der Dirigent hatte nicht oft Grund zum Jubeln. Es stellte sich einfach keine Harmonie ein. Der Rest ist bekannt. Der letzte Tabellenplatz wurde zum Stammplatz für den amtierenden deutschen Fußballmeister. Was absoluter Wahnsinn ist, oder? Wenn man sich das jetzt überlegt. Mannschaft aus der Hand nahm, Wahnsinn. War es nicht 5:12, sondern schon eine Minute. Ja, und es war einfach zu spät, ne? Und er wurde halt auch einfach zu spät entlassen. Inhaber eines Overratsschuss löschte bei Spielern und Anhängern des Clubs auch das letzte Fünkchen Hoffnung aus. Ja, am letzten Spieltag hätte man sich noch retten können gegen den 1. FC Köln. Allerdings wurde dieses Spiel dann verloren mit 3:0 und dementsprechend ist man dann abgestiegen. Und ja, diese Bilder sind einfach nur mega traurig, denn wer weiß, was aus dem 1. FC Nürnberg werden hätte können, wenn das dann quasi so weitergegangen wäre. Aber ab da ging quasi diese ganze Misere los. Die Fußballfans in der Zeitung, dass von den 11 Spielern, die in Köln beim Anpfiff auf dem Platz standen, 7 den Verein verlassen. Herr Mollock, warum hat der Rettungsversuch nicht geklappt? Warum ging das schief? Ja, es hätte beinahe noch geklappt, aber wenn einige Spiele, das war ein Großteil, mit den Gedanken schon ja, bei okay. anderen Vereinen sind. Das habe ich auch schon oft gehört und oft gelesen. Dass im deutschen Fußball, wenn der Verein absteigt, sind die Verträge null und nichtig und da können die Spieler ja dann das große Geld verdienen. Sie sprechen vom großen Geld. Da muss ich gleich noch was dazu sagen. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit Max Morlock da jetzt noch drauf eingehen wird, wie tiefer in die Materie einsteigen wird in so einem Interview. Ich meine, früher war das noch ein bisschen anders, aber ich kann dazu nur Folgendes sagen. Es gibt ein wunderschönes Buch, wenn ihr das mal auf eBay oder sonst irgendwo noch findet, holt euch auf jeden Fall. Es ist von Nandl Wenauer, der über alle seine Trainer und den Aufstieg und den Fall des 1. FC Nürnberg erzählt. Es ist nicht dick, aber es ist sehr, sehr informativ und da gibt es unter anderem auch das Kapitel, es gibt auch das Kapitel Abstieg 1969 durch Bestechung, Fragezeichen, und da plaudert er ein bisschen aus dem Nähkästchen, auch was den Torhüter damals angeht, und ich werde jetzt da nicht so viel drüber erzählen oder nicht zu viel verraten, schaut es euch einfach mal an und gegebenenfalls kann ich da auch mal ein Video dazu machen und jetzt hören wir uns mal an, was Max Morlock noch zu dieser Situation zu sagen hat. Aber man redete immer vom Seelenmasseur Max Morlock. Ja, bei vielen hat es schon geholfen. Aber es war wieder ein Teil dabei, bei denen kann man die Seele nur mit 1000 Markscheinen massieren. Also damals wie heute, ne? Was Max Morlock für den Club bedeutet, das weiß man.
Aber was bedeutet der Club für Sie, Herr Morlock? Und was hat er Ihres Erachtens für die meisten Lizenzspieler des 1. FC Nürnberg bedeutet? Ja, für mich hat der Club alles bedeutet. Für mich war der Club meine zweite Heimat. Ich bin im Zauber groß geworden. Ich war fast bei jedem Training. Ich habe kein Spiel versäumt. Und es war für mich das Höchste, wenn ich mal einen Spieler auf die Schulter klopfen konnte und ihm den Ball zuwerfen durfte. Aber was für einen Lizenzspieler der Verein bedeutet, der Verein ist 1969 wohlgemerkt, ne? Das ist eine Firma. Und ich glaube nicht, dass für einen Lizenzspieler das Herz so am Verein hängt, wie es bei uns früher der Fall war. Die Spieler wechseln eben den Verein, wie ihr Hemd. Die neue Sportanlage des ersten. Ja, man sieht also auch damals schon, Max Morlock hat es gesagt, zumindest er ist jetzt nicht direkt auf das eingegangen, was ich gedacht habe, aber gut, sowas hätte er wahrscheinlich in dem Interview auch nie gesagt. Aber das, was er gesagt hat, ist sehr, sehr essentiell, denn ja, bei vielen hilft eine Seelenmassage nicht wirklich, sondern da hilft nur das hier und wahrscheinlich sind auch sehr, sehr viele dieser Spieler, die Max Merkel da zum Club geholt hat, unter falschen Voraussetzungen gekommen oder unter falschen Erwartungen. Natürlich, man kommt zum neuen deutschen Meister, zum frisch gekrönten deutschen Meister und denkt dann natürlich, ja, okay, das wird jetzt dann schon irgendwie so weitergehen und wie sie dann gemerkt haben, oh, die Saison läuft nicht wirklich und wir könnten gegebenenfalls absteigen, war es ihnen aber im Grunde auch egal und mit solchen Spielern kannst du dann natürlich auch keinen Blumentopf mehr gewinnen und das, was Max Morlock hier gerade eben gesagt hat, das gilt damals genauso wie heute. In den letzten Wochen und Monaten, Präsident. Sie sind nicht an allem schuld, aber als Präsident sind Sie für alles verantwortlich. Wie fühlen Sie sich? Als Vorsitzender eines Bundesliga-Vereins, der zum ersten Mal in seiner Geschichte aus der obersten Spielklasse abgestiegen ist, kann man sich natürlich nicht gut fühlen. Und ich möchte sagen, die letzten Wochen und Monate. Es war leider nicht oder wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das konnte man damals nicht wissen. Im Augenblick. Millionen freuen sich auf ein Wiedersehen mit dem Rekordmeister in der Bundesliga. Der Club darf freilich nicht übermäßig lange darauf warten lassen. Denn in den Köpfen allzu vieler ist nur. Es hat lange gedauert. Es hat sogar sehr, sehr lange gedauert, bis es wieder zurückging. Und dann ist es auch schon vorbei. Das war sehr, sehr kurzweilig. Aber gut. So, das war doch sehr, sehr interessant. Es hat mir zumindest ein paar neue Eindrücke vermittelt, die ich so noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel das Interview mit Heiner Träg. Supergeil. Und das hat mir eigentlich mit fast am besten gefallen. Dazu natürlich noch die Aufnahmen von Max Morlock etc. Also insgesamt sehr, sehr gelungen, beziehungsweise, ja, es ist von 1969 und für diese Zeit ist es auch nicht schlecht gemacht. Und wie gesagt, es waren ein paar neue Dinge dabei, die ich so noch nicht kannte und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wie ihr natürlich gesehen habt, musste ich ein bisschen was zusammenschneiden, denn sonst wäre es ins Unendliche gegangen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Ich lasse euch natürlich auch, wie ich schon zu Anfang erwähnt habe, in der Videobeschreibung den Link da. Gebt euch die Doku mal komplett. Wie gesagt, sie dauert knapp eine halbe Stunde. Lasst dem guten Toplitzsee, ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt, lasst ihm natürlich auch ein Like und einen Kommentar für dieses tolle Video da. Und wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Wir können sowas gerne auch mal öfters machen. Es gibt noch so ein paar DVDs, die ich hier habe vom 1. FC Nürnberg. Da muss man natürlich auch gucken, wie das dann copyright-mäßig hinhaut. Oder es gibt ja auch auf YouTube noch die Doku 90 Jahre 1. FC Nürnberg von 1990. Also wenn wir da in dieser Art und Form nochmal irgendwas machen sollen oder wenn ich da nochmal so einen Kommentar aufnehmen soll für euch oder vielleicht können wir das auch mal in einem Livestream machen etc. Schreibt mir wie gesagt alles in die Kommentare und ich sage danke fürs Zusehen und wünsche euch noch was und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Euer Michel sagt ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.